Dann kann ich bei der Gelegenheit auch gleich mal den Speckstein hier reinpacken. Muss ich nur hier vorsichtig wieder durch die Krüge zurück. Hier abbiegen. Hier hinknien, den Eid leisten, kriegen einen neuen Ring. Genau, jeder Eid hat nämlich in diesem Teil einen Ring. Kann ich euch mal kurz zeigen, der das Sonnensiegel. Dies ist der Ring des Eids der Erben der Sonne. Er erhöht die Angriffskraft mit Wundern ein wenig. Die Verehrung der Sonne... Nur noch ein vergessener Glaube war einst unter den großen Kriegern weit verbreitet. Mitglieder dieses Eids können ihre goldenen Zeichen zurücklassen, um leichter von ihren Brüdern für ein ausgelassenes Zusammenspiel beschworen zu werden. Also ja, Sunbros. Nebenbei Sunbros. Tee. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte ändern. Ja, Sunbros. For Jolly Corporation. Das musste jetzt einfach mal sein, der Running Gag. So. Jetzt können wir gleich mal vor dem Bossraum einfach so aus... Jux. Das Zeichen hinterlassen und mal gucken, ob wir beschworen werden, während wir hier nochmal den Mist machen. Und rennen, rennen, rennen. Abrollen, genau. Der löst die Falle, glaube ich, nicht aus. Nein. So kriegen wir ihn aber. Viel leichter getötet. So, du hast gegen unser Schild keine Chance. So, lösen wir mal kurz die Pfeilfalle aus. Und da müssen wir hier nochmal aufpassen, am besten heilen. Genau, da ist noch so ein Männchen. Und ja, die Jungs heißen wirklich Männchen. Warum das so ist, werden wir etwas später erst erfahren. Sehen eines namenlosen Soldaten, Titanitscherben. Und hier ist die schwere Armbrust. Eine schwere Armbrust plus 3 und ein paar schwere Bolzen. So, jetzt kommt das wahre Problem, das Zurückkommen ohne zu sterben. Vor allem durch die Jungs hier durch. Oh. Wow. Wow. Das war nicht so toll. Weißt du was? Ich lass mein Schild jetzt oben und piekst dich durch das verdammte Schild durch. So, du bist vergiftet. Au. Du stirbst gleich an Vergiftung. Sehr gut.
So, das heißt, ich kann jetzt ganz gemütlich hier zurücklatschen. Den da unten ignoriere ich einfach mal. Der kommt eh nicht hier hoch. Und ja, mein Suicide, das hängt da rum. Ich schreibe es mal hier neu. Dann warte ich mal kurz eine Minute. Bringe so lange den da nochmal um. Der hier die Giftkrüge anbetet. Jo, sind Giftkrüge. So ist es, glaube ich, sicherer. Jo. Wenn sich hier jetzt gleich keiner meldet, dann lasse ich es Koop mal. Und mache wenigstens noch in der Aufnahmesession diesen Boss. Und dann werden wir uns in der nächsten Aufnahmesession mal ein bisschen am Koop hier versuchen. Ein kleines bisschen. Vielleicht haben wir Glück und es kommt einer zum Koop. Der Koop sieht übrigens verdächtig aus. Da war allerdings nichts drin. Was ist mit dir? Dich können wir nicht kaputt schießen. Dich auch nicht. Ah doch, mit schwereren Pfeilen kriegen wir die kaputt. Also mit unseren Billigholzpfeilen kriegen wir die leider nicht kaputt. Da brauchen wir schon die etwas härteren Pfeile. Ja, das wird uns nur darauf hinweisen, dass da Todeszone ist. Oh, sag bloß, der kommt hier hoch. Er macht auf jeden Fall da unten gerade ziemlich viel Flurschaden. Na gut. Warten wir nicht länger. Am besten zweihändig, dann geht's leichter. Euer Rufsymbol ist verschwunden. Ja, weil wir selber den Bossfight getriggert haben. Nämlich der Habsuchtsdämon. Einer der leichtesten Bosse überhaupt. Wenn man aufpasst. Wenn er nicht gerade ultra aggressiv wird. Oder seine... Genau, die Rolle ist eigentlich ziemlich easy auszuweichen. Was mir zum Glück bis jetzt noch nie passiert ist, ist, dass er mich geschnappt und gemampft hat. Das würde man ja von so einem Dämon erwarten. So. Habsuchtsdämon tot. Habsuchtdämon Seele gekriegt. Und ja, es gibt noch eine Technik hier. Wie man ihn noch leichter machen kann, aber die benutze ich nicht gern, die Technik. Man kann nämlich die Jungs hier retten. Was heißt retten? Freilassen aus den Tongefäßen. Dann fängt der Habsuchtsdämon an, die zu jagen. Und ist auch noch abgelenkt und konzentriert sich nicht auf uns. Er kriegt sie aber halt irgendwann und frisst sie. Ja, ja, versucht angreifen. Oh, das sieht sie ziemlich übel aus. Etwas näher ran. Ja, dahinter ist halt ein Krug an der Wand. Und hier hoch kommt man nicht. Also das hier ist nur Deko, diese Treppe. Auch wenn da oben ein Krug zu sein scheint.
Und ja, wenn ich hier wieder mein Symbol platziere, müsste ich hier einfach die ganze Zeit warten, weil sobald ich wieder hier reingehe... Nö, verschwindet es doch nicht. Gut. Und ja, diese Krüge, die strahlen Licht aus, fällt mir gerade so auf. Aber nee, ich glaube, beim Habsuchtsdämon wird uns zurzeit keiner rufen. Zeige ich euch mal kurz seine Seele. Die Seele des Habsuchtsdämons, der alles verschlingt. Essen ist Liebe. Dieser Dämon war voller Liebe und so fraß er alles, was sein Herz begehrte. So blieb er sein Leben lang alleine. Ja, der hat wahrscheinlich auch seine Freundin gefressen. Das ist übrigens der erste Dämon, dem wir hier im Spiel begegnen. Ich sage das deswegen, weil aus Dark Souls 1 wissen wir ja eigentlich, dass die Dämonen ihren Ursprung in Lost Izalith hatten, nämlich beim Bed of Chaos. Allem, was wir hier begegnet sind, oh, wir werden doch gerufen. Cool, kann ich euch mal Koop zeigen. Das dürfte schnell gehen. Verbeugen wir uns mal kurz. Nehmen unseren Speer wieder in zwei Hände und dann folgen wir ihm hier rein. Also ja, ich würde schon gerne hier beim Habsuchtsdämon ein paar Mal Koop machen, sofern es möglich ist. Und ja, man merkt, im Koop ist der Boss immer etwas schwieriger. Weil er wäre ja sonst zu leicht, wenn man ihn wenn man ihn alleine schon ziemlich leicht besiegen kann. Also er ist nicht von der Stärke her schwieriger, sondern er hält einfach nur mehr aus. So, einmal Koop zum Abschied und wir müssten jetzt eine goldene Medaille kriegen, genau eine Sonnenlichtmedaille. Und ziemlich viele Seelen dadurch, dass wir geholfen haben, den Boss zu besiegen. Und nicht nur das, was auch cool ist, wir werden total wieder aufgefüllt. Also was Flakons und Waffenhaltbarkeit und alles andere angeht. Ach stimmt, Lukatil steht hier ja gar nicht mehr. Also ja, ich in Dark Souls 2, im Original Dark Souls, steht normalerweise Lukatil hier am Leuchtfeuer. Tut sie allerdings auch nicht mehr. So, Gegenstandskiste sortieren wir mal wieder aus. Die Medaille behalten wir mal. Hier haben wir nichts Neues. Die Armbrust kann weg. Und ja, Handschuhe des Männchen. Also das ist, die Kerle heißen wirklich Männchen, diese kopflosen Assassinen. Stille kann weg. So, da ist andere, müsste in Ordnung sein. Gut. Dann reisen wir nach Majula. Stufen uns kurz auf. Mit den Seen, die wir haben. So. Auf jeden Fall mal den Willen auf 15 bringen. Und das war's doch schon mit unseren Seelen. Gut. Jetzt sind unsere Heilungen effektiver und wir können hoffentlich auch bald bessere Heilungen benutzen, nämlich die medizinische Heilung, die mittlere Heilung. Ich würde aber mal sagen, bei dem Fortschritt, den wir jetzt gemacht haben, wir sind durchs Erntetal, durch den restlichen Jägerhain, durchs Erntetal durch, haben noch einen Teil der Iridenspitze gemacht, den Anfangsteil. Würde ich mal sagen, gibt es hier erstmal wieder einen Cut.
Also, bis gleich. Ja, ich wollte mal winken. Also, bis gleich.